Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 2 Innocent Sin. Wir sind immer noch in den Höhlen und haben in der letzten Folge hier zwei Kisten geöffnet. In der einen war ein heftiger Gegner, der nicht so heftig erschien, weil ich halt super gut bin. Und weil ich so super gut beim Kämpfen war, habe ich nicht mehr so wirklich auf die Thematik geachtet, habe aber am Ende gemerkt, so, ja, nee, da gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, es ist halt einfach heuchlerisch, so, die Leute denken sich so, ja, also das ist jetzt so wie bei vielen anderen Sachen auch, oh ja, ich muss das jetzt, man erwartet jetzt von mir Sympathie zu zeigen und ich gebe jetzt einfach mal vor, also diese Leute versuchen, sie haben oft nicht mehr diese Emotionen, sie versuchen aber irgendwie Emotionen vorzugaukeln, also es ist ja nicht so, dass die anderen das... Oh, guck mal, da kann ich mir die Fusion-Spätzle kann ich dann sogar direkt anwählen. Sie hintergehen ja sich selber. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich alle so denken, hahaha, ihr Vollidioten. Sondern sie versuchen sich dann wirklich auch einzubilden. So, ah, so fühlt es sich jetzt an, Emotionen zu haben. Dabei sind es keine, ja. So, also, ne? Parallel hatte ich ja dann auch noch was anderes gesehen. Da ging es um einen Hund, der 2 Jahre alt war und irgendwie von seinen Eltern zurück ins Tierheim, also von seinen Besitzern zurück ins Tierheim gegeben wurde. Nicht von seinen Hundeeltern, stell euch mal vor, so eine Hundemutter geht zum... Was habe ich gesagt? Tierheim, nicht Tierarzt, falls ich gerade Tierarzt gesagt habe. Von der eigenen Hundemutter abgesetzt. Ausgesetzt, ja, abgesetzt. Die Mutter hat so dafür gesorgt, dass du eine Fernsehsendung bekommen hast und dann lief die nicht so gut, wurdest du von der eigenen Mutter abgesetzt. Na, also so, einerseits hast du dann diese Auschwitz-Gedenk-Posts und andererseits hast du dann Menschen, die ihr Tier dann ins Heim stecken. Also da sieht man es auch einfach so. Also ihr bringt Tiere um und seid schlecht zu euren Haustieren und parallel wollt ihr mir dann noch erzählen, dass ihr an irgendwas gedenken wollt, mit irgendwas sympathisieren wollt, was vor 75 Jahren war. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also, ich dachte mir da wirklich nur so, und wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, steigt mir die Wut. Ich denke mir nur so, ja, wir sollten wirklich, Leute, ohne Scheiß, wir sollten wirklich an den Holocaust gedenken. Wir sollten daran denken, dass wir es beim nächsten Mal durchziehen sollten. Nicht nur auf die Juden bezogen, sondern wir sollten direkt alle Menschen ins KL stecken. Ohne Ausnahme. Und ja, das sagt quasi auch, dass ich dann auch dazu gehöre. Und ja, ganz ehrlich, würde ich machen. Also wenn man mir die Garantie gibt, dass auch wirklich alle verrecken. Also quasi, man muss, jetzt bin ich wieder da, man muss es mir zeigen, okay? Man muss mir zeigen, so neben mir sollte einer stehen und sagen, Sir, Sie und ich, wir sind die Letzten auf der Erde. Und dann würde ich sagen, okay. Weil ich dadurch, dass ich ja hier, ich sitze ja, ich spiele und das kostet ja Strom und bla und das schadet ja auch der Umwelt. Also ich bin irgendwo ein Misanthrop. Ja, also Misanthropie bedeutet, dass, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wenn der Name nicht wieder von dem Mainstream umgedichtet wurde, man hasst seine eigene Spezies und man weiß aber, dass man auch selber seinen Teil dazu beiträgt. Also man ist ja auch irgendwo Konsument. Auch wenn ich natürlich gerade daran arbeite, zum Veganer zu werden. Also ich versuche mich ja auch wirklich jetzt zu verbessern. Wie gesagt, wir werden da später wahrscheinlich noch genug Zeit haben, um darüber reden zu können. Jetzt habe ich ehrlich gesagt aber keinen Bock drauf und würde gern wieder Story haben. Weil wir jetzt ja schon bestimmt eine Stunde in diesem Bunker hocken, oder? Ja, ich weiß, dass ich auch irgendwo meinen Teil dazu beitrage. Mehr oder weniger ungewollt. Und, also man hasst sich auch irgendwo selber. Das ist Misanthropie. Irgendwo hasst man sich selber, weil man ja ein Teil dieser Gesellschaft ist. Und ja, wenn es eine Möglichkeit geben würde, dann würde ich mich auch mit wegbomben. Aber vorher muss ich, wie gesagt, alle wegbomben, die meiner Meinung nach... Also ich weiß ja, dass ich schlecht bin, aber ich versuche mich ja zu bessern und viele Leute machen eben halt gar nicht diesen Schritt. Sie versuchen ja gar nicht, sich zu verbessern und in dem Moment denke ich mir halt so, ja, dann stehe ich halt über euch
Und deswegen müsst ihr vor mir drauf gehen. Ja. Oder wir verbessern natürlich die Welt. Das ist immer so, das ist mein Lebensmotto mittlerweile, ja. Was ich ja, ja, vor 6 Jahren, als ich das andere Persona-Let's Play gemacht hatte, naja, nee, da war ich mir noch nicht so all dem Shit bewusst. Eher so unterbewusst. Also ich hatte ja da auch das eine oder andere angesprochen, da war es eher so, dass ich hab einfach so ein Gespür, aber ich hab, also quasi, das ist so, wie damals konnte ich Englisch, ohne überhaupt zu wissen, was ich da sage. Also so quasi die, ich hab die, in Englisch die Theorie vor der Praxis gehabt, beziehungsweise andersrum, die Praxis vor der Theorie. Und so ist es auch mit der Gesellschaft. Ich wusste schon immer, dass das alles nicht passt und wieso gibt's Frieden, Frieden, genau, wieso gibt's Kriege auf der Welt, das kann doch nur alles geplant sein, also ich wusste schon immer, dass irgendwas scheiße ist, aber mittlerweile habe ich mir in den letzten Jahren halt die Theorie quasi angeeignet und ja, also ne, ich bin mir der bösen Sachen bewusst, der negativen Sachen. Dementsprechend versuche ich an euch und an mich selbst natürlich zu arbeiten. Aber mehr kann ich dann auch nicht machen. Ich kann versuchen, die Welt zu verbessern. Und wenn sich die Welt nicht verbessern lassen möchte, wenn ihr euch nicht verbessern lassen möchtet, dann müsst ihr halt alle draufgehen. So, da gibt es auch keine Diskussionsbasis für mich. Dann müsst ihr einfach alle dran glauben. So, und wenn ich das geschafft habe, wenn ich euch alle eliminiert habe, dann sage ich auch, hey, okay, das wäre jetzt auch sehr falsch, dann zu bleiben. Dann würde ich mir zum Schluss auch wirklich die Kugel geben. Aber ich musste auch wirklich auf Nummer sicher gehen, dass ich euch dann wirklich alle mitgenommen habe. Ja, also nicht, dass da irgendwo ein Asiate im Busch dann so sich versteckt und sich so denkt, hihihi, nein. Da muss ich dann sowas wie so ein Dragon-Radar erfinden, nur halt natürlich anders gedacht, dass dieser Dragon-Radar dann Menschen aufspürt. So, guck mal, ich habe Geo gelernt. Geo, 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 war da nicht was? Na, einfach hier schön den guten Flächenschaden machen. Gucken, wie es wird. So. Und dann ballern wir mal rauf. Ja. Ich bin gerade, wie man merkt, in perfekter Performance, in perfekter Stimmung. Strebe hier die 8 Folgen am Stück an. Nur sollte dann natürlich potenziell auch was passieren. Und mit passieren meine ich noch nicht mal zwangsweise, dass jetzt ein Mega-Story-Batzen kommen muss. Also es wäre natürlich schön, aber so, ich bräuchte einfach mal so wieder das Gefühl von Fortschritt. Und das kann ich nicht so wirklich kriegen, wenn ich im Kreis laufe. Und das machen wir offensichtlich. Oder wollt ihr mir erzählen, dass die letzten beiden Feenbrunnen 2 andere waren? Also, dass sie quasi alle 5 Meter ihren Brunnen baut, so wie McDonald's und Co. Einfach überall, Supermarkt hin, Dönerladen hin, passt schon, ne? Immer schön expandieren. Oh, das war doch mal was. Aber passt schon, ich lasse Media einfach drin. Dann haue ich ihn wieder rein und dann passt das. Ja, 35 ist okay. So ein Flugvieh kann man in den meisten Fällen ja immer schockieren. Mit einem guten Blitz. Tanzt da dumm, okay. Immer diese Zustandsveränderung, die in den meisten Fällen eh daneben gehen. Cool! Und tschüss. Ja. Geld wieder mal 444 2070. Ist eine Menge. Das wäre ja fast eine ganze Mahlzeit für uns, oder? Okay. Ich dachte gerade, war das nicht da, wo Yuki so meinte, oh, das geht nicht? Oh. Was ist denn das jetzt hier? Ah ja, scheint nicht so, als ob... Scheint es nicht so, als ob Maya verzweifelt werden würde? Das ist neu. Das muss der Raum sein, in dem wir angefangen haben. Hier ist die Markierung, die ich an die Wand gemacht habe.
wenn wir wieder am Anfang sind, gibt es ja nichts als vorwärts zu gehen. Also quasi, wenn wir schon an Punkt 0 sind, dann kann es ja eigentlich nicht schlimmer werden. Ja, so dieses krampfhafte Positive. Lass uns gehen. Na, ist da wirklich eine Markierung? Gott, dreht ja langsam. Na, ich sehe keine. Hast du dir wohl eingebildet. Hey, das scheint so wie der erste Raum, in dem wir drin waren. Hm, oder denke ich zu hart nach? Ich glaube, das Spiel verarscht uns und wir machen schon Fortschritte. Wenn wir wieder am Anfang sind, bedeutet das, dass wir nah am Exit sind. Vielleicht macht es auch keinen Unterschied. Lass uns weiter suchen. Ja, ich denke tatsächlich, dass ich jetzt irgendwo anders hingeportet werde. Also, dass es nur so scheint. Weil, guck mal, warum kann ich das jetzt öffnen? Oder habe ich mich jetzt einmal im Kreis gedreht? Ich bin mir nicht sicher. Guck! Jetzt geht's auf einmal nicht mehr auf? Das ist doch ein schlechter Scherz. Eine Karte habe ich ja, wie gesagt, nicht. Das kann sich doch nicht einfach so temporär öffnen und dann wieder zugehen. Leute, ich sage euch, wir sind immer woanders. Definitiv. Die wollen uns nur verarschen, die wollen uns nur verwirren. In Wirklichkeit machen wir hier wirklich konstante Fortschritte. Im Moment, werde ich jetzt auch so verzweifelt wie Maya oder ist da wirklich was dran? Ich würde sagen, da ist was dran. Das ist so, das ist irgendwo so eine Dungeon. Irgendwo schon zufallsgeneriert, aber richtig schäbig. Weil sie, wie gesagt, uns glauben lassen wollen, dass wir wirklich im Kreis laufen. Ja. Kann ich denn jetzt spontan noch über irgendwas reden? Wobei, na, sollte ich vielleicht nicht machen. Off-topic bedeutet immer, dass ich mehr rede, als ich potenziell reden sollte. Also man kann ja nie genug reden. Aber ich will ja auf meine 8 Folgen kommen. Nein, das kann ja nicht die Motivation sein, dass man sagt, man redet weniger. Nee, mir fällt auch gerade wirklich kein so wirkliches Thema ein. Von daher... nee. Da muss ich tatsächlich passen, Leute. Ah! 60, das zieht rein, aber sowieso, der hat ja Magieschwäche. Ist ja ganz klar. Guck, 59. Boah, schon über 170 SP. Mit dem guten Tetsuya. So, das sollte ihnen potenziell den Rest geben. Ah, genau, Mate heißt natürlich Warte. Auch ganz putzig. Irgendeiner kriegt wieder ein Level up. Maya. Ja, guck mal, die Agilität, Alter. Gepaart mit Magie. Aber eher auch so nicht so hoch. Also über Agilität hier. Aber was bringt denn Agilität? Ja, dass man ja gut ausweichen kann, okay, aber. Ja, das ist auch irgendwie eine Taktik, schätzungsweise. So, es gibt ja so Leute, die mega muskulös sind, aber nach 2 Minuten K.O. sind, wenn sie nicht direkt treffen. Und dann gibt es halt Leute, die das halt ausnutzen. Die weichen dann einfach halt die 2-3 Minuten aus und müssen ja gar nicht so heftig, oh guck mal, neue Gegner, zurückschlagen, weil die anderen sich ja quasi schon selber ausgenockt haben. Zombie-Schulgirl, cool. Können wir der vielleicht mal unter den Rock schauen? Ist doch ein Rock, oder? Oder eine zerfetzte Hose. Ja, einfach mal raufhauen, gucken, was passiert. Gut, dass die jetzt als erstes Media macht, das, ja, naja, von mir aus. Gio! Ja, Mittel. Auch Mittel. Das ist jetzt natürlich praktisch, das geht auf alle. Selbe Art. 4 Gegner, vielfacher Schaden, das ist auch Mittel. Nicht gut, nicht schlecht. Die müssen aber lange hier unten gewesen sein, wenn die mit solchen primitiven Waffen angreifen. Und oh, habt ihr gerade gesehen, das hat natürlich bei Tatsuya sehr, sehr viel abgezogen, weil er physisch nicht die beste Verteidigung hat. Oh, das ist nicht so der beste Schaden, aber ja, man kann es laufen lassen. Man kann es laufen lassen. Aber wobei, vielleicht hätte ich mal mit ihr flirten sollen. Hm. Chance verpasst. Ich glaube, das... Oder? Ah, ich weiß nicht. Nee, das überleben sie nicht. Die sind jetzt tot. Puff, Bitch, Slap. Tschüss. Tschüssi, tschüss. Und tot. Bye, bye.
Okay. Ah, 1800. Obwohl es vier Gegner waren, naja, hat wahrscheinlich irgendeiner vorher ihnen das Pausengeld geklaut. Hm? Der gute, gute Luftschutzbunker. Rechts, links. Wer weiß das schon? Vielleicht weiß es der Zufallskampf. Ups. Folge vorbei. Oh no. Na gut. Ja, Leute. Dann, ne? Schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge, ob sich das vielleicht bewahrheitet. Ich würde sagen, da ist wirklich was dran. Dass wir hier wirklich konstanten Fortschritt machen. Wir realisieren es nur nicht. Wir sollen es auch nicht realisieren. Wir sollen richtig verwirrt werden. Wir sollen so ein wenig dieses Gefühl kriegen, wie es halt damals war im Bunker. Oder im KL, wer weiß. Wobei, ich glaube, so ein KL, das war bestimmt nicht so verwirrend, oder? Da hatte man halt so seine zwei, drei Räume. Seine Duschabteilung. In Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich will mich nicht lustig machen, aber gleichzeitig will ich mich schon irgendwie drüber lustig machen. Aber nicht, weil ich es halt wirklich lustig finde, sondern weil ich die Reaktionen immer von anderen davon lustig finde. Ich mag es immer, Leute zu triggern. Also, so Leute provozieren grundlos ist ja nicht geil, nicht falsch verstehen. Aber es gibt halt, wie gesagt, solche Sachen, wo ich mir denke, wie kann man sich denn darüber aufregen so? Wie... Ich sag auch nicht, dass man drüber Witze machen sollte, aber es macht einfach Spaß. Weil, wie gesagt, diese ganze Thematik ist so lächerlich, dieser Schuldkult. Ich bin jetzt ein Deutscher, ich bin geboren im Jahr 21.035, ja, also vor 25 Millionen Jahren, da ist ja mal das mit den Juden passiert und natürlich trage ich Schuld und meine Mutter hat Schuld dran und ihr wisst ja, ich war damals auch, war ich auch im Zweiten Weltkrieg offensichtlich. Ich habe die ganzen Goldzähne gesammelt, ja. Ich stelle mich hier hin und sage, ich habe kein Geld, aber in Wirklichkeit habe ich die ganzen Goldzähne noch hier. Aber ja, was soll ich sagen? Ich bin halt gierig. Ja, ich bin Deutscher, ich bin gierig. Ich will es nicht ausgeben, offensichtlich nicht. Und wie soll ich das auch machen, ja? Stellt euch das mal vor, ich gehe dann so, ja, wo geht man damit hin mit Gold? In die Bank? Nee, oder? Da gibt's, glaube ich, so einen speziellen Job. Und dann gehst du da hin, da gehe ich dann da so hin mit einem Judenzahn. Und dann merken die das doch. Ja, weil Judenzähne unterscheiden sich ja auch von anderen Zähnen, ist ja ganz klar. Und dann sagen sie mir, ey, du scheiß Nazi, du Wichser, ja, und dann bin ich weg. Ihr wisst ja, ich will ja nicht als Nazi auffliegen. So generell, wir Deutschen, wir sind ja alle Nazis und... Ja, okay, ich hör schon auf. Es ist so lächerlich, Leute, es ist so lächerlich. Das ist aber so lächerlich, Mann. Es ist so lächerlich. Also, der Holocaust ist nicht lächerlich... Sondern ihr seid lächerlich. Man muss es immer betonen. Sonst könnte man hier potenziell noch einen Strike oder so kriegen wegen Holocaust-Verleugnung. Ich verleugne nicht den Holocaust, okay? Ich verleugne nur... Ich verleugne gar nicht. Ich finde, dass ihr euch selber leugnet. Ihr führt euch hinters Licht, wenn ihr behauptet, man könnte... Mitleid für etwas haben, mit dem man absolut nichts zu tun hatte. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht, okay? Das geht einfach nicht. Bemitleidet lieber die Leute, die um euch herum sind, weil sie dumm sind. Oder bemitleidet Leute, die Tiere... Bemitleidet die Tiere, wenn sie von Menschen schlecht behandelt werden. Aber okay, ich habe jetzt genug darüber geredet. Ich merke selber schon, ich latsche das Thema zu sehr breit. Aber was soll ich sagen? Es läuft ja auch jeden Tag... Mindestens eine Hitler-Doku, ja. Also man muss ja auch gegen diese Indoktrination konstant arbeiten. Man muss ja das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten bewahren. Und wenn halt jeden Tag eine Hitler-Doku läuft, müsste ich mich jeden Tag mindestens 5 Minuten hinstellen in einem Video und drüber reden. Von der Logik her, ne? Aber gut, in den meisten Fällen, wer schaut sich schon so eine Hitler-Doku an? Die ganzen Rentner? Nee, das ist ein bisschen zu billig, zu kurz gegriffen, würde ich sagen. Aber ja, ich sag mal, so kennt man eine Doku, kennt man alle, oder? Es sind ja irgendwo immer dieselben Dokus. Also, gut, zwischendurch wird vielleicht mal so eine neue erfunden. Ihr wisst ja, da werden dann Hitlers zuckende Hände behandelt. Hitlers zuckende Händen, Hitlers kleine Hoden, Hitlers Garten, Hitlers McDonalds-Bude. Und da wird ja immer was Neues erfunden, ne? Weil man muss es ja ausschlachten. Hitlers Penis, Hitlers Sonnenbrille,
Hitlers Sonnenbrille. Das ist ein gutes Stichwort. Das solltet ihr euch vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Dazu später mehr. Aber ja. 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 Ach ja, der gute Hitler, die guten Nazis. Ja. Bis zum nächsten Mal. See ya.